Gestern vor 9 Jahren sagte ein Notenbanker einen Satz, der die Finanzgeschichte des 21. Jahrhunderts prägt, wie kein anderer, denn er ist nach wie vor gültig. Und dieser Satz stammte natürlich von Mario Draghi. Und er lautet, but there is another message I want to tell you, bei einer Rede hier in London. Ich habe mal das Original-YouTube-Video hier dieser Ansprache vor 9 Jahren rausgesucht. Und dann Draghi weiter, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Und glaubt mir, es wird genug sein. Das ist die Schweinsohrdrohung. Wir werden euch klein kriegen. Wir haben mehr Feuerpower als ihr Hedgefonds und alle anderen zusammen, die ihr gegen den Euro, gegen die Eurozone wettet. Das war damals das große Thema und die Märkte verstanden die Botschaft. Man wird retten, whatever it takes, was auch immer passieren mag und wird. Und genau das ist die Situation nach wie vor. Nur haben wir jetzt die Corona-Krise und nicht die Euro-Krise und dann wird irgendwann die nächste Krise kommen und wir werden weiter retten, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Unten sehen Sie den Chart des Eurostoxx 600, also wo die bedeutendsten 600 Aktien drin sind, der Eurozone. Und wir sehen, da sind wir leicht angestiegen seitdem. Wir haben also hier praktisch diesen Satz, der letztendlich eine ultralaxe Geldpolitik als notwendige Rettungsmaßnahme begründet und der dann zu einer Assetpreisinflation führt, die sondergleichen sucht und die jetzt von einer realen Inflation in der Wirtschaft herausgefordert wird. Dazu gleich mehr, denn diese reale Inflation, nicht nur die Assetpreisinflation, die gefährdet eben die ganze Rettungspolitik der Notenbanken, denn es macht die Widersprüche so offenkundig, dass man sich fragen muss, wer die nicht sieht, der muss schon ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sein. Hier sehen wir mal die Financial Conditions derzeit. Wir haben ein neues Allzeittief erreicht. Goldman Sachs berechnet diesen Index. Da fließen Aktienbewertungen mit rein. Wie leicht ist es, Kredite zu bekommen, etc. etc. Also, wir haben jetzt die Situation, dass die US-Notenbank und die EZB beide nach wie vor voll auf dem Gaspedal stehen und die Financial Conditions sind so niedrig oder sind so lax wie noch nie. Das macht natürlich Sinn und jetzt gibt es vielleicht schon die nächste Ausrede. Heute startet ja die FED-Sitzung, morgen wird dann, morgen Abend das Ergebnis verkündet und jetzt heißt es schon hier in einem Artikel bei Reuters, ja, die Entwicklungen seit dem letzten Meeting, die könnten dafür sprechen, dass man jetzt das Zurückfahren dieser ultralaxen Geldpolitik nochmal überdenkt, also praktisch an dieser ultralaxen Geldpolitik nochmal festhält, denn wir haben zuletzt eigentlich eher schwache Konjunkturdaten gesehen aus den USA, fast durchgängig schwache Konjunkturdaten. Der City Economic Surprise Index ist deutlich nach unten gegangen, aber wir haben höhere Inflation gesehen und das ist das große Problem. Die Fed befeuert wie auch die EZB letztendlich eine inflationäre Entwicklung. Jetzt allerdings wächst der Druck auf die Fed. Hier ein Artikel von Politico, der zeigt, dass vor allem Republikaner, also die US-Republikaner hier Druck machen und sagen, Leute, ihr befeuert hier eine Hausblase. Wir hatten gestern ja die Verkäufe neuer Häuser stark rückläufig, weil eben auch die Preise zu hoch sind. Und ihr befeuert eine Blase der Aktienmärkte. Ach was, ist doch keine Blase, gell? Ist doch völlig rational. Die Bewertungen, ja, es ist eine rationale Blase wahrscheinlich, weil den Investoren nichts anderes übrig bleibt, als sich vor der Inflation durch gestiegene Assetpreise zu schützen, die entschädigen gewissermaßen für die Geldentwertung. Jetzt gab es eine Umfrage der National Association for Business Economics unter Unternehmensführern und nur 6% der Befragten sagen, ja, also diese Labor Shortage und diese Supply Chain Geschichten, also der Mangel an Arbeitskräften und die Lieferengpässe, die werden schon Ende 2021 zu Ende sein. Das sagen 6%. Dementsprechend sagen 94%, nein, die werden nicht 2021 zu Ende sein. Und das widerspricht natürlich diesem ganzen Transitory-Geschwätz der US-Notenbank Fed. Die Dinge werden länger dauern, die werden nicht so furchtbar transitory sein. Es ist eben die Frage, was ist vorübergehend, aber es wird auf jeden Fall ins Jahr 2022 sich reinziehen. Man warnt schon seitens vieler Lieferanten, wenn ihr zu Weihnachten noch eure Ware haben wollt, dann bestellt jetzt oder
Habt am besten schon bestellt, sonst kommt das Zeug nicht mehr vor Weihnachten an. Das zeigt, wie die Dinge derzeit stehen. Auch jetzt hier die sogenannten Earnings Calls, also da, wo die Firmen sich äußern in Gesprächen mit Analysten anlässlich der Vorlage ihrer Zahlen der jetzt ja laufenden Berichtssaison. Da sind wir, was die Erwähnung der Inflation betrifft, auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Also das ist ein Riesenthema für die Firmen. Wir sehen ja, dass die Gewinne der Unternehmen deutlich gestiegen sind, die Umsätze der Firmen dagegen deutlich weniger. Das Verhältnis liegt 5 zu 1, also 5, die Gewinne steigen mit dem Faktor 5 in Relation zu den Umsätzen. Da wird natürlich auch ein bisschen Bilanzkosmetik betrieben, da werden eigene Aktien zurückgekauft, sodass die Gewinne immer mehr steigen, weil einfach weniger Aktien da sind, die durch den Gewinn geteilt werden müssen. Aber die Umsätze, das ist das entscheidende Kriterium für mich, damit man sieht, ja, ist ein Business wirklich expansiv, greift es weiter um sich, wächst es oder ist da nur sozusagen zunehmende Kosteneffizienz, ohne dass das Unternehmen nachhaltig wächst. Und darauf sollte man in Zukunft achten. Und jetzt schauen wir uns mal eben die Situation an mit dieser Inflation und auf der anderen Seite der ultralaxen Geldpolitik, whatever it takes. Hier sehen wir, dass wir jetzt das erste Mal seit 1946 eine real negative Rendite bei Aktien haben. Und zwar die Real Earnings, also die Gewinne der Unternehmen, minus Inflation. Und auch die Dividendenrendite mit einberechnet, also das erste Mal seit 1946 negativ. Das ist nur sehr selten passiert in der etwa 150-jährigen Aktienmarktgeschichte in den USA. Und wenn wir uns mal jetzt die Prognosen der Banken Ende 2020 für das Jahr 2021 ansehen, dann sehen wir, wir sind drüber. Über allen Prognosen, der S&P 500 ja gestern wieder marginal auf ein neues Allzeithoch gestiegen, aber wir sind über 4.400, JP Morgan hatte die optimistische Schätzung bei 4.400 Punkten, Bank of America und Citi mit 3.800 am negativsten, am pessimistischsten, aber wir sehen, wir sind jetzt schon drüber, dennoch ist die reale Rendite von Aktien negativ, also die Rendite Gewinne der Aktien plus Dividenden der Aktien minus Inflation. Das heißt, Inflation ist das entscheidende Thema jetzt in dieser Situation, wo die Notenbanken whatever it takes retten und retten und retten. Und da kann die nächste Krise ja schon wieder kommen, wahrscheinlich die Delta-Variante. Also es ist eine Never-Ending-Story. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem wir unsere Wohlstandsillusion durch die permanente Rettung versuchen aufrechtzuerhalten. Wie lange das gelingen kann, ist die große Frage. Die Chinesen zum Beispiel, die lassen derzeit ein bisschen Luft aus ihren Märkten. Wir sehen hier mal oben in diesem Chart die Relation zwischen dem Internet, China Internet ETF, dem maßgeblichen, gegenüber dem S&P 500. Da waren wir vor kurzem noch auf einem neuen Allzeithoch. Also chinesische Internetaktien haben den S&P 500 outperformed. Jetzt sind wir auf einem neuen Allzeittief und das in so kurzer Zeit, weil eben die chinesische Führung hier derartig die Internetkonzerne gängelt. Wir sehen hier den Golden Dragon China Index, gestern glaube ich 9% gefallen, einer der größten Abverkäufe in der Geschichte. Und viele fragen sich, wie hier Stephen Roach, ja, was da passiert. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Die Chinesen, die zerschießen ihre unternehmergetriebene Wirtschaft, indem sie eben hier wirklich ganze Businessmodelle abschießen. Jetzt ja diese Education-Firmen, also die Bildung vermitteln, ob Nachhilfe oder was auch immer, die dürfen nicht an die Börse gehen. Davor diese ganzen Geschichten mit Tencent, mit Didi. Also da ist einiges im Argen. Wir sehen, dass die Firmen oder diese Internetkonzerne teilweise wieder unter Druck waren und sind. Aber da kommt langsam schon Rettung. Aber hier ist wirklich erkennbar, dass eigentlich die Aktionen, zumindest oberflächlich gesehen, wie hier Barron's schreibt, just being regulated out of society for making a profit. Also es reicht sozusagen, einen Profit zu machen, um aus der Gesellschaft verbannt zu werden. Also diese totale Rechtsunsicherheit, die da ist, die ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt gibt es ja viele chinesische Aktien, Tech-Aktien vor allem auch an der Wall Street. Und das betrifft insofern eben nicht nur die Chinesen, sondern auch die Amerikaner. Jetzt allerdings ein Artikel in der Security Times,
Securities Times ist praktisch die maßgebliche Finanzzeitschrift in China, die sagt, ja, Short-Term Fluctuation und Panic Selling in, bei chinesischen Aktien wird nicht den langfristig positiven Ausblick des Aktienmarktes in China wirklich stören oder verhindern. Das ist die indirekte Ansage, so, jetzt reicht es mit dem Abverkauf, wir werden jetzt nicht mehr schießen, sondern wir werden jetzt wieder unterstützen. Nach meiner Auffassung, so lese ich die ganze Geschichte. Jedenfalls sehen wir, dass chinesische Investoren massiv gehebelt auch im Markt sind. Margin Debt, hier sehen wir das in der unteren Grafik weiß, ist auf dem Stand, wo wir 2015 waren, als damals die Geschichte ungut lief an Chinas Aktienmärkten, und der Shanghai Composite geht deutlich nach unten. Also es scheint jetzt so zu sein, dass die Machthaber sagen, okay, das war es jetzt erstmal mit Schießen, jetzt retten wir wieder, also auch die Chinesen werden jetzt wahrscheinlich wieder whatever it takes machen, und das ist doch wunderbar, wenn wir alle an einem Strang ziehen. An einem Strang zieht derzeit nicht Amazon mit den Freunden von Bitcoin. Wir sehen hier, Amazon hat erstmal gesagt, ja, nichts wegen Akzeptieren von Kryptowährungen wie Bitcoin, also zumindest nicht dieses Jahr. Das hat den Bitcoin-Preis zwischenzeitlich unter 37.000 wiedergeführt, nachdem wir ja zu Wochenbeginn durch einen Short Squeeze und diese Meldung, Amazon sucht jemand, der sich mit Kryptowährungen auskennt, nach oben geschossen war. Und wir hatten gestern Tesla-Zahlen. Elon Musk hat es zum zweiten Mal geschafft, auch ohne diese EV-Credits profitabel zu sein. Immerhin, gell? Also der Mann hat's drauf. Jetzt sehen wir hier oben die Total Deliveries by Quarter. Also es geht so ein bisschen nach oben mit den Deliveries. Also ganz tolle Zahlen. Die Aktie hatte dann erst einmal positiv reagiert, dann ein bisschen weniger positiv, aber insgesamt positiv. Tesla hat ja dann auch Wahnsinnsabsatzchancen auf dem Mars, also das darf man nicht vergessen, und das rechtfertigt natürlich auch, dass die Marktkapitalisierung von Tesla fünfmal so hoch ist wie die von Volkswagen, wobei Volkswagen Ende des Jahres mehr Elektrofahrzeuge verkaufen wird als Tesla, aber das ist, ne, to the moon, oder genauer gesagt to the Mars, whatever it takes, gell? Also wir, ne, wir werden dann auch wahrscheinlich Tesla retten, das wird sicherlich passieren. Ist einfach nur eine Frage der Zeit, gell? Also schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Die Rettungsaktionen sind permanent geworden. Damit werden diese Assetblasen weiter aufgeblasen. Es gibt keine Alternative mehr, weil die Assetblasen so groß sind, kann man als Notenbank eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Das werden wir wahrscheinlich morgen dann indirekt auch von Jerome Powell hören, und heute Abend dann die Zahlen von Apple und Co. Microsoft, Google, alles bei finanzmarktwelt.de, aber dazu mehr dann im Marktgeflüster. Jetzt einen guten Start in diesen Dienstag. Servus und ciao.